So, es läuft. Das ist unser Saigon Nummer 1, das erste Bier, ein Pilsner Kellertrüb. 5 Wochen gereift. Gunter Spiegelhauer, Dampf und Bier war, wenn man so will, gestern. Heute ist, oder es wirft schon die Schatten voraus, das erste Brauhausfest in Olbernhau-Grüntal. Erklär mir ein bisschen was dazu. Ja, schön, dass du da bist erstmal. Ich freue mich. Und wir haben jetzt quasi als Folgeveranstaltung von unserem bewährten Dampf und Bier, was eine Gemeinschaftsveranstaltung war, jetzt das erste Grüntaler Brauhausfest gemacht unter dem Motto Dampf, Bier und gute Laune. Es wird sich ähnlich abspielen wie bei Dampf und Bier. Ein bisschen größer, ein bisschen pompöser, ein bisschen mehr Beleuchtung, Feuerwerk und so weiter. Und ich denke, da wird eine gute Sache draus. Das Wetter soll passen, ich habe da ein gutes Gefühl im Bauch. Brauhaus und Olbernhau Grüntal passt bei mir irgendwie bisher noch nicht so richtig zusammen. Ja, das Brauhaus in Olbernhau Grüntal, das ist das ehemalige Brauhaus der Seigerhütte. Die haben hier im 15., also 1557 ist es jetzt urkundlich belegt, ist hier das erste Bier gebraut worden für die Angestellten der Seigerhütte. Es durfte nur hier in dem Gelände verkauft werden und diese Tradition wollen wir jetzt wieder fortführen, fast 150 Jahre später, also 1875 ist hier das letzte Bier gebraut worden und circa. Und seitdem sind fast 150 Jahre rum und jetzt haben wir gesagt, jetzt geben wir dem Brauhaus wieder neuen Schwung und jetzt wird in Grüntal wieder Bier gebraut. Und genau um dieses Bier geht es ja auch zu diesem ersten Brauhausfest. Und da hast du noch ein bisschen was zu tun im Vorfeld. Ja, ich bin gerade jetzt eben wieder beim Bierbrauen. Heute den ganzen Tag nochmal Vorrat machen für die Zeit nach dem Fest, weil ja dann die Gaststätte regelmäßig geöffnet ist. Immer Donnerstag, Freitag, Samstag ab 17 Uhr. Und ja, wir geben uns jetzt große Mühe beim Bierbrauen. Ich habe mir das einfacher vorgestellt. Mein Onkel ist der ehemalige Stadtbraumeister von Olbernhau. Der hat mir sehr viele Tipps gegeben, sehr viel gezeigt. Ich habe mich da sehr belesen und habe dann gemerkt, dass das Bierbrauen doch nicht so einfach ist, wie es immer so dargestellt wird. Also die Hygiene, die Sauberkeit und die Rezepturen, das muss alles sehr genau eingehalten werden. Dann wird auch ein gutes Bier. Und davon können sich die Gäste überzeugen. Sag uns doch bitte nochmal, wann es stattfindet und was es als Rahmenprogramm gibt. Ja, das Brauhausfest findet statt am 29., 30. und 31.07. Am 29. 18 Uhr ist die offizielle Eröffnung mit Bürgermeister und Stadträte haben wir mit eingeladen. Anschließend spielt zu 18.30 Uhr das Musikchor der Stadt Olbernhau auf unserer neu errichteten Bühne hier vor dem Brauhaus. Dann ab 21 Uhr ist Disco für die Jugend. Das geht dann bis ca. 24 Uhr. Und am nächsten Tag ist dann eine Liveband da aus Franken, die Band Pina Colada. Da ist dann eine Tanzveranstaltung. Ebenfalls beginnen wieder 18 bis 19 Uhr. In dem Bereich ist der Einlass. Und wir haben am Freitag 3 Euro Eintritt, am Samstag 7 Euro Eintritt. Und am Sonntag früh spielen die Berglandmusikanten zum Frühschoppen auf ab 10, 11 Uhr. Ich lade alle Gäste ein zu unserem ersten Grüntaler Brauhausfest und würde mich sehr freuen, wenn das hier eine schöne Veranstaltung wird. Prost!